Willkommen bei Military Miniatures Magazin www.miniatures.de. In dieser Ausgabe stellen wir altes Kopfsteinpflaster her, wie es bereits in der Antike für das Pflastern von Straßen und Plätzen verwendet wurde. Wir verwenden dafür eine handelsübliche 2 mm starke Gummimatte, die mit einem Orangenschalenmuster geprägt ist. Dieses Muster sieht dem alten römischen Polygonalpflaster verblüffend ähnlich und kann im Grunde von der Antike bis in die heutige Zeit verwendet werden. Ein Quadratmeter dieser Matte wird für weniger als 15 Euro angeboten und liefert genügend Material für Straßen und Plätze im Maßstab 1:32 bis 1:87. Für diesen ersten Test haben wir aus der Matte einen 38 mm breiten und 1 Meter langen Streifen herausgetrennt, den wir nun in 10 Zoll lange Teilstücke einer Land- oder Stadtstraße zerlegen. Es handelt sich um modulare Straßen für Simulationsspiele, die immer wieder einmal neu verlegt werden und sich dann dem jeweiligen Gelände anpassen sollen. Das Material lässt sich mit mehreren leichten Schnitten mit dem Skalpell prima zerlegen. Dabei ist es wichtig, die Schnitte genau im 90-Grad-Winkel zu setzen, damit wir die Teilstücke der Straße später beliebig zusammensetzen können. Die Gummimatte ist sehr flexibel, sie passt sich jeder denkbaren Geländeerhöhung perfekt an, liegt im Flachland aber völlig plan auf und verrutscht nicht. Wenn die Teilstücke rechtwinklig abgetrennt wurden, können Einmündungen und Kreuzungen praktisch nahtlos zusammengefügt werden. Das Bemalen der Pflasterstraße beginnt mit dem Trockenbürsten. Wir mischen dafür einen mittelgrauen Farbton aus Titanweiß und Elfenbeinschwarz, der durchaus auch etwas Blau enthalten darf. Diese Farbe wird mit einem relativ trockenen Borstenpinsel so über die ganze Straße gebürstet, dass nur die Oberflächen der Steine gefärbt und aufgehellt werden, die Fugen aber schwarz bleiben. Die Künstler-Acrylfarbe hält auf diesem Gummimaterial so gut, dass wir hier ohne Grundierung arbeiten können. Interessant ist auch, dass diese Farbe nach dem Trocknen flexibel bleibt. Sie geht jede Bewegung der Straße mit, ohne zu brechen, zu reißen oder abzuplatzen. Die Pflasterstraße sieht jetzt nach dem Trockenbürsten schon so überzeugend aus, dass wir im Grunde gar nicht weitermachen müssten. Wir wollen aber hier und da noch Akzente setzen, den einen oder anderen Stein farblich hervorheben und vielleicht die Fugen anders einfärben. Dazu mischen wir jetzt ein gebrochenes Rosa aus Titanweiß, Elfenbeinschwarz und etwas Ziegelrot. Mit diesem Farbton heben wir nun hier und da den ein oder anderen Flusskiesel in der Straße hervor. Im nächsten Schritt mischen wir ein ziemlich gelbliches Cremeweiß
und heben auch mit dieser Farbe wieder einige Steine in der Straße hervor. Nun fügen wir der mittelgrauen Farbe, die vom Trockenbürsten übrig ist, noch etwas Blau hinzu und bemalen dann mit diesem blaugrauen Farbton wieder einige der Kieselsteine. Zuletzt mischen wir aus Ocker und etwas Elfenbeinschwarz ein helles Olivgrün und legen auch damit wieder einige der Kieselsteine an. Nach diesen Arbeitsschritten haben wir jetzt wieder einen Punkt erreicht, an dem die Straße eigentlich fertig ist und so verwendet werden kann. Wir wollen aber noch einen Schritt weitergehen und die Fugen sandbraun anlegen. Dazu wird die Straße mit Glanzlack fixiert, damit wir anschließend mit Lasuren arbeiten können. Unsere Lasur bereiten wir aus lichtem Ocker und viel Wasser. Die Farbe wird dann mit Weiß entsättigt und mit Titanschwarz gebrochen. Nachdem die Lasur gut mit Wasser verdünnt ist, fügen wir noch etwas Ochsengalle als Fließmittel hinzu, um die Oberflächenspannung des Wassers zu reduzieren. Die Lasur wird mit einem breiten Pinsel auf die Straße aufgetragen und dann gleichmäßig verteilt.
Hier zeigt sich, dass die Lasur noch nicht stark genug verdünnt ist. Wir müssen jetzt also mit einem feuchten Pinsel nacharbeiten und überschüssige Lasur wieder von der Straße abnehmen. Nach diesem Arbeitsgang muss die Straße über Nacht trocknen, damit wir sie am nächsten Tag mit Mattlack fixieren können. Durch den Mattlack wird die Oberfläche der Straße wieder stumpf und griffig für den nächsten Arbeitsschritt, das Trockenbürsten. Für das Trockenbürsten hellen wir die Reste unserer dunkelblau-grauen Farbe mit etwas Titanweiß auf und bürsten damit ganz leicht über die Straße. Dabei setzt sich ganz wenig des trockenen Pigments an den Oberflächen der Steine ab und verleiht der Straße insgesamt noch mehr Tiefe. Hier ist schön zu sehen, dass die flexible Acrylfarbe jede Bewegung der Straße mitmacht. Hätten wir stattdessen Kunstharzfarbe verwendet, würde die Farbe jetzt abplatzen. Die Gummimatte ist nach dem Bemalen noch so flexibel wie vorher. Sie passt sich Geländeerhöhungen an oder liegt in ebenem Gelände einfach plan auf. Ja, und so überzeugend sieht die Gummimatte von Karat aus, wenn wir sie zum Pflastern von Hinterhöfen und Stadtplätzen verwenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf Wiedersehen beim nächsten Tutorial.